Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal im amerikanischen Outback unterwegs und wir sind bereits in Folge 60. Ja, Folge 60 theoretisch zum zweiten Mal, muss ich zugestehen. Es gab ein paar technische Probleme bei mir und deswegen sind ein, zwei Sachen passiert, die ihr nicht gesehen habt. Ja, also mir war aufgefallen, dass ich auf zwei Karten gleiche Mods benutzt habe. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel, es geht hier in dem Fall um Giants Island und American Outback in dem Fall jetzt. Da war beides mal bei den Fahrzeugen jetzt beides mal das gleiche Güllefass wie auch der Acroliner. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir ändern das. Ich habe auf der einen das Fass geändert und auf der anderen, und das ist nämlich diese hier, sprich im amerikanischen Outback, habe ich den Acroliner abgegeben und der Händler war so freundlich und sagt, ja, okay, pass auf, hast schon viel gekauft, da ist dein neuer. Ja, so sieht er aus, es ist der Joshkin, original, keine Mod und hat 2000 Liter mehr, also wir sind jetzt bei 47.000 Liter, die wir transportieren. Der kleine Acroliner hier war ja nicht doppelt, den haben wir dementsprechend immer noch am Start. Also das war dazugekommen sozusagen und der normale Akkuliner ist dafür verschwunden. Damit habe ich das schon mal erklärt, auch schon mal was. Ja, und in der verschwundenen Folge, sprich die aus technischen Grundlagen leider hier nicht vernünftig angekommen war, ist noch eine andere Sache passiert. Aber das ist nichts Gravierendes. Ich bin wie wild hin und her gefahren und habe das Ganze hier verdichtet. Und habe das Ganze dann angeschmissen und deswegen sehen wir, er ist am Gären. Ne? Also wir haben jetzt hier, das sind knapp 455 oder 456.000 Liter, die da vor sich hingären. Ja, das ist das, was jetzt passiert ist in der Folge, die ihr nicht gesehen habt. Boah, die es leider nicht geschafft hat in die richtige Aufnahme. So, was noch dazugekommen war, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erklärt hatte. Hier ist es, die nächste Änderung. Wir haben schon mal vorbereitet. Auf der kleinen Wiese daneben ist die nächste Produktion gekommen. Wir haben einmal rechts und links, das ist einmal ein Lager für Schweine und ein Lager für die Schafe. Und die sehen dann leider schon dieses Gebäude hier. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich direkt noch nicht benötigen, sag ich mal so. Aber das hier ist die Schlachterei. Das heißt, hier werden wir uns, wenn es immer soweit ist, passende Fahrzeuge für anschaffen müssen noch, die dann uns Kühlsystemgeschichten und sowas dann bieten. Weil wenn wir die freundlichen Tiere hier abliefern und hier vorne die fertige Ware in Anführungsstrichen rauskommt, ist das halt Fleisch und Wurst. Und die können wir verkaufen, aber die müssen wir natürlich mit dem Kühltransporter abholen. Die Sachen dafür sind schon drin, aber wie gesagt, ich habe die Gerätschaften hier hingestellt. Aber die Fahrzeuge, die müssten wir uns dann dafür dann anschaffen, wenn es dann soweit ist. Und wie gesagt, momentan bauen wir erstmal überhaupt einen Viehbestand auf und deswegen, das hier ist schon vorbereitend passiert sozusagen, das ist schon mal da. Der Verkaufspunkt für die Wurst ist frische technisch ungefähr bei dem Milchverkauf gelandet. Da sollen wir auch die Wurst und das Fleisch abliefern, wenn es dann mal soweit ist. So, wir gucken jetzt nochmal, wie weit waren wir sonst. Die Felder sind alle gedüngt. Keins musste gepflügt werden. Und es ist alles im Wachstum. So wie es sein soll. Wir haben zweimal Sojabohnen, einmal Raps und zweimal Weizen am Start. Wenn wir in die Bestände gucken, sehen wir, dass wir Gerste, Weizen, ne? Gerste werde ich dann nehmen zum direkt zuschütten zuerst und Weizen auch mit für die Futtermischgeschichte natürlich. So, was wir noch gucken könnten ist unser Strohpart ist bei 177.000 Liter. Also wenn wir noch Stroh aufnehmen sollten, dann wahrscheinlich nicht bei dieser Ernte. Gras haben wir auch noch ein bisschen was gemacht. Also das ist alles soweit okay. Wir mussten halt nur ein paar Sachen auffüllen. So, was jetzt momentan auch komplett verschwunden ist, ist der Mais. Der wird schätzungsweise in den Futtermischen sein. Wir gucken mal kurz, was jetzt hier raus geworden ist.
So, schauen wir mal. Also. Ja, da ist der Mais halt gelandet. In der Futterproduktion. Die 52.000 Liter Futter aufweist. Das ist also mehr als ordentlich, würde ich mal sagen. Und er produziert ja auch noch fleißig. Und da seht ihr es, wir haben halt noch Rübengeschichten da genug drin. Nächstes Mal sollten wir auf jeden Fall wieder mal ein Feld normalen Mais machen. Und deswegen machen wir zwei Felder Getreide. So, gut, dann gucken wir mal hier ganz hinten zu. Das dürfte die Produktion sein, wo es einfach stumpf die Silage fehlt. Ne? Deswegen haben wir jetzt 450.000 Liter Silage am Start. 40.000 Stroh und 55.000 Gras ist drin. Das gehört auch nicht zu den Bestandszahlen, die wir noch auf Lager haben. Also das ist jetzt voll, das will los. Und da kommt dann nach dem Gärprozess, also ich behaupte mit Glück noch, bevor es dunkel wird, sollte es eigentlich dann starten. So, hier ist Wasser genug drin. Treibstoff fehlt hier ein bisschen. Dann gucken wir mal, was hier noch produziert. Mischfutter, Treibstoff ist da, das ist ja schon mal gut. So, wie viel produzieren wir jetzt hier noch? Sind noch 5.500 Liter drin. Na, da ist er gerade umgesprungen. Jetzt haben wir 18.700 Liter Treibstoff. So, ja, ich würde sagen, wir nehmen uns einfach mal eine Runde den JCB, nehmen den Tankwagen und machen mal die Sojamilchproduktion voll. Die Begründung ist eine ganz einfache. Die einfachste überhaupt. Die Soja hat gleich zwei Felder. Ne? Zwei Felder Soja haben wir angepflanzt. Das behaupte ich ist ganz ordentlich. So. Angekuppelt. Hier ist nichts drin. Mal sehen, dass wir hier noch ein bisschen was reinmachen. Ah, ein bisschen zu früh gedreht das Ganze. So, das, was wir jetzt hier reinfüllen, wird eh nicht komplett reinpassen. Das heißt, den Rest haben wir dann, um gegebenenfalls mal unsere Fahrzeuge zu tanken. Ich schalte mal kurz durch. Na, geht noch, geht noch, geht. Ja, eigentlich ist das gar nicht mehr so gravierend, was wir tanken müssen. Die haben eigentlich noch alle relativ viel Liter an Bord. So, gut, dann fahren wir jetzt mal eine Runde mit dem Treibstoff rein und machen das in die Sojamilch. Nee, nicht in die Sojamilch, das wird ja nicht schmecken, aber in die Produktionsanlage. So, hier nehmen wir das Fass dazu. Und dann mal rein damit. Und dann können wir das Fass auch gleich in die passende Produktion wieder zurückstellen. Sprich, kann wenn die Produktion durch ist, den Sprit abtanken. Obwohl, nee, den Sprit kann er auch drinnen lassen. Das ist ja nicht gravierend viel. Außerdem ist das keine Menge, dass sich das Verkaufen lohnen würde. Ja, 1300 Liter bleiben ungefähr über, das ist ja okay. Parken wir das gute Stück hier mal wieder an der Seite. So. Gut, ja, wie gesagt, die steht jetzt eh sowas komplett vorbereitet. Hier stehen die Hängergeschichten. Statt durchzuskippen, kann ich einfach mit ihm eine Runde hinfahren. Gucken, was die Tiere so machen. Eine Runde sauber machen müssen. Aber es sieht eigentlich ganz danach aus. Hier haben sie ein bisschen rumgekleckert, da haben sie ein bisschen rumgekleckert. So, ich packe ihn einmal kurz mal hier zwischen.
Dann werden wir jetzt mal eine Runde. Oh, da war ich schon richtig. Da haben wir ihn. So. Unseren kleinen Case hier mal ins Rollen bringen. Hier mal eine Runde Tiere sauber machen. Bevor ich losfahre, gucken wir bei den Tieren mal direkt. Ja, das ist nicht ganz so traumhaft und die Schweine könnten Stroh vertragen, genau wie die Kühe auch, okay. Ja, das sollte man dementsprechend dann machen, weil wir wollen ja vorspulen als nächstes. Und wenn wir vorspulen, dann wird es ja nicht besser bei den Tieren. Meistens macht man, bevor man das in ein, zwei Etappen vorspult, die Tiere immer fertig und dann spult man vor. Und wenn man im Spulen fertig ist, macht man die Tiere nochmal fertig. So sieht es halt aus. So, da sehen wir das Geklecker schon. Nimmt der den Spaß jetzt noch auf? Nimmt das denn jetzt nicht auf? Ach so, ich war gar nicht unten da. Ja, wie im Glück, dass das gute Stück so schön wendig ist, ne? Nur wenn er sonst nicht rum kann, dann nehmen wir das Ding einmal hoch und dann fahren wir wieder runter. So einfach ist es. So. Jetzt können wir dem guten Stück hier schon mal wieder auf Tour gehen. Dann werden wir jetzt mal Schweine und Kühe noch sauber machen. Du. So. Der kleine Case. Ich muss schon wieder ausfahren. So. Ruf ein Fahrten vorbei. Und hier fahren wir wieder rauf. So. Manchmal nimmt er den Bereich einfach nicht richtig wahr. Irgendwie bock ich mich heute schon wieder auf, wie immer. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich tue es. Also gut ist, dass die Schaufel schön breit ist. Aber meistens in einem. Meistens, deswegen irgendwie beispielsweise ist mein kleiner Rest da liegen gelassen. Meistens in einem Turn das Ganze durchkriegt hier. So, das ist auch wieder drin. Jetzt gehen wir noch zu den Schweinen. Und dann gucken wir mal, was wir noch Schönes hier anliefern müssen. Ich hege fast die Vermutung, dass es sich auf jeden Fall um Stroh handeln wird. Luffy kommt gleich angelaufen. Ne? Denkst du, dass das frisch ist?
Ne, hier gibt es noch was, wo rumgeklebt hast. Das kriegst du jetzt ja aber noch. So, gut, ja, dann fahren wir nochmal schwunghaft hier rum. Ich glaube, den Mist müssen wir irgendwann nochmal einladen. So. Halten das gute Stück hier wieder ein. So. Und aus damit. Und wir gehen wieder mal auf ihn. Holen unseren freundlichen Hänger. Da wird der Kleine reichen. Und dann werden wir mal eine Runde, also gehe ich von außen, dann werden wir mal eine Runde Stroh verteilen. So, ja, aber das große Stroh verteilen, das wird schon in der nächsten Folge passieren. Wir sind schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir halt leid, dass wir die eine Folge haben, sozusagen nur mündlich nachholen müssen, aber es hat leider was bei der Aufnahmetechnik bei mir hier versagt. Und ja, deswegen ist es schon geschehen sozusagen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben, über einen Share freuen. Wenn euch meine Sachen insgesamt gefallen, auch gerne ein Abo da lassen. Dann sage ich vielen Dank und bis morgen.